Die Federal Reserve in den USA erhöht den Leitzins. Was bedeutet das für Krypto? Haben wir den Boden erreicht bei Bitcoin? Der ist nämlich gerade stark am Pumpen. Und herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, zur wöchentlichen Marktanalyse mit Martin. Ja, wir schauen uns heute mal wieder den Bitcoin-Kurs an. Und die Federal Reserve ganz frisch hat den Leitzins angehoben. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Wir schauen auf den Chart und kurz ein bisschen News an und dann sehen wir einfach mal, was das für uns bedeutet und was Bitcoin, Ethereum und unsere Altcoins gerade machen. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen mit Bitcoin an. Ihr seht, wow, Rakete. Wir sind im 4-Stunden-Chart und analysieren einfach mal die letzte Woche und gucken mal, was denn so passiert. Wir gehen mal raus. Wir fangen an mit dem Daily-Chart. Ich habe da jetzt noch ein paar Linien drin, das macht aber nichts. Wow, krasse Kerze. Wir machen einfach mal hier alles weg. Und dann machen wir unsere Moving Average Linien rein. Und gucken mal, wo die so gerade stehen. Irgendwie fehlt. Ach, guck, da ist sie. Also, wie sieht's aus? Unsere 200-Tages-Linie, ja, das ist die grüne hier oben, die liegt aktuell so bei 46.934. Und unsere 50-Tages-Linie liegt aktuell bei knapp 42.000 Dollar, also 41.950. Aktuell haben wir ja gesagt, wir sind eigentlich eher so ein bisschen bärisch drauf. Liegt daran, dass wir hier so ein bisschen einen Abwärtstrend hatten und der sich aktuell umkehrt. Gehen wir gleich drauf ein in den verschiedenen Timeframes. Und ihr seht ja gerade, wir sind im Tageschart heute. Wow, mega Kerze mal wieder. Und gehen wir einfach drauf ein. Also wir sollten natürlich wieder über unseren 50-Tages-Moving-Average rausgehen nach oben. Und auch natürlich unsere 200-Tages-Linie nach oben auch wieder durchbrechen, dass wir weitergehen. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir jetzt bei 40.000 einfach mal gucken, was passiert. Okay, ich mache unsere Moving Averages wieder raus. Wir gehen auf den Weekly Timeframe und gucken mal unsere EMA Ribbons an, die eigentlich kurz vor Flippen sind, das heißt kurz davor, dass sie relativ flach zusammengehen und uns sagen, hey, der Markt geht nach unten. Aber wir sehen immer noch eine sehr gute Unterstützung in diesem Bereich. Gehen wir gleich näher drauf ein. Und solange wir noch drunter sind unter den EMAs, also müssen auf jeden Fall ja, 43.000 bis 46.000 in dem Bereich einfach mal drüber kommen. Lange Sicht gesehen, also ja, über Tage, Monate, Wochen. Über Wochen eigentlich eher übers Jahr gesehen, dass wir hier oben weitermachen können. Oh ne, Volumen lassen wir drin, EMAs machen wir raus. Dann machen wir mal unsere Grow Curve rein. Also, ich hatte ja schon mehrfach euch gesagt, dass wir an der Grow Curve immer eine Unterstützung oder Widerstand sehen. Viele Trader sich auch gerne daran orientieren. Ja, wir haben noch massig Luft nach oben und wenig Luft nach unten. Das heißt, aktuell könnten wir nur bis, weil hier in diesem Bereich relativ viele Long-Positionen liegen und Positionen nachgekauft werden oder aktuell. Immer wenn Bitcoin eine Linie erreicht, ja, sehen wir, dass wir Unterstützung oder Widerstand haben. Das heißt, wir hatten hier an dieser Linie Unterstützung, an dieser Linie kurz Widerstand, dann wieder Unterstützung an der Linie, dann sind wir durchgebrochen und sind hier oben an dieser Linie gescheitert, obwohl wir natürlich ein höheres All-Time-High hatten mit 69.000 wie damals mit 64.000. So, dann ging der Kurs runter, Widerstand konnte nicht gebrochen werden, Kurs ging weiter runter. Sogar bis zur vorletzten Linie, dann ging der Kurs wieder hoch, Widerstand und dann hatten wir an dieser Linie hier den Widerstand. Und aktuell sehen wir an der unteren Linie, das ist die vorletzte Linie von den Aufzeichnungen, dass wir einfach eine Unterstützung haben und die aktuell noch recht gut hält. Ich habe in mehreren Videos schon gesagt, dass das Maximale, was es ist, einfach hier so 33.000 bis 33.000, manchmal wirkt man kurz runter, aber bis 33.000 ungefähr gehen, weil das die untere Linie ist an unserer Grow Curve. Ich möchte an dieser Stelle jetzt noch kurz erwähnen, wie wir im ersten Bullrun gesehen haben, hatten wir das Wyckoff Retribution Pattern.
das hier richtig gut, nicht im Wochenchart oder Tageschart, also eher so ein 4-Stunden- bis 8-Stunden-Chart, ausgeführt wurde. Und wir sehen jetzt Ähnliches. Das heißt, wir haben hier sind wir runter bis auf 28,2. Dann sind wir wieder hoch, haben neues Alltime gebildet, wieder runter hier auf 33. Ja, jetzt ein bisschen akkumuliert. Und eventuell kann es natürlich jetzt sein, dass wir hier durch die Unterstützung von dieser Linie wieder nach oben gehen. Über diese Linie eventuell sogar nicht rausgehen an der Mittellinie, das ist die Mittellinie. Die ist ein bisschen dicker wie die anderen. Obere, untere Mittellinie. An dieser Mittellinie dann quasi. Ja, wie soll ich sagen, stehen bleiben und nochmal ein All-Time-High bilden, bevor dann der eigentliche Bärenmarkt oder der richtige Bärenmarkt losgeht und wir dann einfach langfristig nochmal wieder runtergehen. Es kann natürlich sein, im Weekly oder auch im Daily Chart, wenn wir uns im Daily Chart angucken, dass dieses große, wie soll ich sagen, ja, wir haben ja Zyklus, genau, im großen Zyklus eigentlich jetzt ein Retribution-Pattern bilden. Könnte immer noch sein. Es gab viele Leute, die das schon gesagt haben. Ich habe es immer so ein bisschen im Schirm gehabt. Nur auf dem Weekly und auf dem Daily Timeframe ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil das einfach die Größenordnung größer ist, wie auf den kleineren Timeframes. Und behalte es mal im Auge. Also, wenn es passiert, dann würde ich mal Gas geben mit Long. Natürlich sollten wir, wenn wir jetzt Bitcoin kaufen oder Positionen aufmachen, gucken, dass wir auf jeden Fall mal unter 20.000 Liquidationspreis sind. Dass, wenn der Kurs doch nochmal runterkommt, wir unsere Position nicht geschlossen werden. So, lange Rede, ganz viel Sinn oder gar keinen Sinn, seht ihr es wollt. Ja, wir machen mal unsere VPVRs rein. Sind wir aktuell hier bei 38.500. Hatten wir hier relativ viel Trading-Volumen. 11.500 noch mehr, also ist da wirklich der harte Support hier unten. 20.000 nächster Support und hier hat man in dem Bereich, ihr seht die kleine Spitze hier. In dem Bereich, also das meiste Volumen, Handelsvolumen, Tradingvolumen hochgerechnet. Und aktuell bildet auch diese rote Linie hier unsere sehr starke Unterstützung, 38,8. Natürlich immer mit kleinen Wicks nach unten und immer nett zu sehen, wo wir gerade sehen. Als nächste, der nächste größere Widerstand sehen wir hier oben bei knapp 48.000 Dollar, also 47.290. Wird es die nächste Hürde sein, aber wir sehen hier unten haben wir relativ viel Trading. Liegt das natürlich auch daran, dass wir in der letzten Zeit jetzt einfach so ein bisschen seitwärts gelaufen sind. Gut, also wir schauen mal weiter im, wir machen den 4-Stunden-Chart auf, machen den Chart mal wieder größer und machen unsere Linie wieder rein. Wie war es denn jetzt die letzten Wochen? Ich hatte gesagt, wir sind im Abwärtstrend, war auch so. Ich habe auch immer gesagt, wir haben Support bei 37.600, 37.700, 800, so um den Dreh. Und es scheint ein Ende zu haben. Und zwar, wir machen jetzt hier einfach mal eine andere Farbe, machen wir doch wieder gelb, machen das weg. So, also wir waren hier auf jeden Fall in einem Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend läuft nicht ganz parallel. Das heißt, das hier ist eigentlich ein großes Falling Wedge. Ein Falling Wedge, ich mache es mal kleiner, resultiert eigentlich immer nach einem High. Das war hier oben, dieses High. Hier, also unter 69, ja nicht ganz, unter 47.000 und dann ging der Markt ja relativ schnell nach unten. Das ist ein 4-Stunden-Chart und dann bildet der Markt ein großes Falling Wedge, also einen großen Falling Wedge. Und in der Regel ist es so, dass dieser oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieser nach oben ausbricht, ist höher, wie dass er nach unten ausbricht. Wir hatten hier schon mal einen Ausbruch, ich mache ihn nochmal ein bisschen größer. Ihr seht es, also er läuft nicht, wie soll ich sagen, parallel. Ja, er läuft ein bisschen spitz zueinander. Also hier unten, ja, spitz zueinander in dem Bereich, deswegen ein Falling Wedge. Wir hatten natürlich hier schon mal einen kleinen Ausreißer nach oben, wurde versucht nochmal nach oben zu drücken. Viel Marktmanipulation dabei, weil das Volumen hier unten eigentlich immer so ein bisschen nach unten ging, aber der Markt ging nach oben, deswegen war es ein Fakeout. Und wir hatten auf jeden Fall probiert, nochmal hier drüber zu kommen, wurden aber ausgestoppt oder gebounced bei 43.000 und sind ganz stark nochmal nach unten korrigiert innerhalb von ja, einem Tag. Das sind 1, 2, 3. Ja, ich muss es euch zeigen. Wupp. Nicht so dolle. Das sind wirklich hier 1, zwei, drei rote Kerzen innerhalb von 4 Stunden, das sind 16, Quatsch, 12 Stunden. Und ja, hatten dann quasi die abfallende Linie, oberen Widerstand, abfallende Linie des Falling Wedge einfach wieder nicht
bestätigt der Ausbruch oder nicht bestätigt der Ausbruch geht hier hin, müsste hier eigentlich wieder eine Unterstützung finden und dann wieder nach oben gehen. War nicht der Fall. Fakeout mit Abverkauf. Geht natürlich weiter. Man hätte das hier richtig gut traden können. Also ein Teil der Leute haben es bestimmt getan, ich auch. Und wow, wie ihr seht, läuft es gerade hoch. Wir bleiben mal kurz im 4 Stunden Timeframe und möchte euch eher zeigen, was diese gelbe Linie hier bedeutet. Weiße Linie, Entschuldigung. Wir machen es aber ganz anders. Da das ja aktuell unsere Unterstützung ist, machen wir die Linie mal grün. Resultiert ganz einfach. Diese Unterstützungslinie, diese hier, halt. Diese hier machen wir mal weiß und blenden die mal ein bisschen aus. So, dann sieht man die grüne Linie einfach besser. Also, was ich sagen will, ist, diese Unterstützungslinie, diese grüne Unterstützungslinie, ist aktuell unsere harte Unterstützung, weil wir hatten sie hier angetestet und dann verbindet man quasi einfach nur die zwei Punkte miteinander. Ja, muss ein paar Dinge beachten, so leicht ist es doch nicht, aber ihr seht, die Linie zieht sie hoch und wir haben hier ungefähr aktuell, gerade aktuell unsere Bodenbildung, weil wir kein tieferes Tief mehr gemacht haben. Und natürlich kommt so ein bisschen auf die Marktsituation drauf an, wie sind die Leute drauf und nun. Wir haben sehr, sehr viele Leute dabei, die huddeln immer noch, die halten ihre Coins, kaufen sogar immer noch dazu. Und da sehen wir, dass die Akkumulation, also das Halten der Coins durch kaum Bewegung oder nicht verkaufen und kaufen, relativ stark zugenommen hat, jetzt auch in der letzten Zeit. Und Bodenbildung möchte ich einfach euch zeigen, weil wir hatten immer ein Hoch. Dann kam ein tieferes Hoch, ja, und hier nochmal ein tieferes Hoch. Dann hatten wir hier Tiefs oder auch hier tiefere Tiefs, hoppala. Moment. So. Tiefere Tiefs, noch tiefere Tiefs. So, jetzt hatten wir hier in diesem Bereich das aktuell tiefste Tief ungefähr immer noch über 37.600, 37.700. Wir gucken mal auf die Kerze, was haben wir dafür? Ein Close, 38.041, Low, sehe ich gerade gar nicht. So, Low 37.300, Open machen wir mal 37.630. Das heißt, diese Kerze ist aktuell unser maximaler, mit dem Wick nach unten maximaler Tiefpunkt. Und dann sehen wir, wir hatten nochmal ein Tief, das war nicht ganz so weit unten. War kurz vorher nochmal angetestet. So, und dann haben wir diesen Ausbruch bestätigt auf dieser Unterstützungslinie bei 37.600. Ein paar haben höhere Positionen angesetzt, dass der Kurs runtergeht, die Position abgeholt werden und dann wieder nach oben. Und deswegen sprechen wir hier aktuell von einer Bodenbildung, weil wir keine tieferen Tiefs mehr sehen, sondern höhere Tiefs. Solange wir höhere Tiefs haben, sieht es mal sehr gut aus, dass das der Boden war. Wir gehen gleich nochmal an den 4-Stunden-Chart. Ich möchte euch kurz zeigen, im 1-Stunden-Chart, warum ich immer diese Sachen poste, auch in unserer Kryptonauten-App. Wenn ich sage, wir sehen ein M-Pattern oder ein W-Pattern, sehen wir im 4-Stunden-Chart auch gerade, zeige ich euch gleich warum. Also, in den kleineren Timeframes. Kleinere Timeframes sind alles kleiner als 4 Stunden, beziehungsweise kleiner als ein Tag oder Woche. 4 Stunden Timeframes ist aktuell das meiste, was die, mit dem die Leute arbeiten und ja, darauf eingehen und beobachten. Wir hatten hier 1 Stunden Chart, ja, Kurs geht hoch, kurze Manipulation, Kurs geht hoch, geht runter, geht wieder hoch, konnte dann die 38.850 nicht brechen und geht natürlich wieder runter. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein M-Pattern, das heißt, wir haben in diesem Bereich, mach's nochmal größer, in diesem Bereich unsere Nackenlinie. Ich habe es ja euch auch gezeigt. Wenn der Kurs runtergeht, nochmal die Nackenlinie antestet, müsste er eigentlich hier abprallen. Aktuell ist das nicht passiert. Wir haben ein bisschen warten müssen, ein paar Stunden, ein paar lange Stunden, weil auch der Kurs nochmal wieder hochgegangen ist, nochmal die 38.800 angetestet hat, der Kurs wieder abverkauft wurde, viele Shorts. Oder nicht so viele Shorts geöffnet, aber schon einige. Und dann ging der Kurs ein bisschen seitwärts, konnte es dann doch nicht mehr schaffen. Also ist genau an der Neckline geblieben, an der Nackenlinie und dann nach unten ausgebrochen. Preisziel sind wir, wenn wir hier eine Linie einzeichnen, wir nehmen ungefähr die Closes der Kerzen
Hallo, waren wir hier ungefähr bei 37.962, also 38.000, sage ich jetzt mal, sind sogar noch mal ein Stückchen weiter runter. Somit ist dieses M-Pair dann aufgegangen. Tradet man eigentlich so, dass man ab der Nackenlinie quasi natürlich nach oben Stop-Losses einplant, aber nicht höher wie die zweite Kerze oder die erste, je nachdem, welche Kerze nach weiter oben war. Vielleicht ein bisschen höher, also ich sag mal so, man könnte so ungefähr bei 39. 2 habe ich zum Beispiel mein SL gehabt. Und wenn der Kurs dann quasi die Nackenlinie nicht überschreitet, ist das die Bestätigung, dann muss der Kurs nach unten gehen, weil er nicht nach oben geht. Und dann kann man da unten relativ gut wieder auf der Unterstützung Gewinne mitnehmen, zumachen und eventuell sogar in die andere Richtung traden. Das hoffentlich vielleicht ein paar Leute, nachdem ich es heute Morgen relativ schnell eigentlich auch durch drauf gucken und alles und auch schnell gepostet habe in der Kryptonauten-App, in den Chats auf jeden Fall, dass jeder sieht, hey Leute, Bodenbildung. Ich hätte mal einen Long Trade aufnehmen können und wie ihr gerade seht, sind wir kurz vor 40.000. Ja, kann ich jetzt gerade nicht sagen, warum da meine Linie fehlt, weil eigentlich ist da meine Linie, aber warum ist die Linie nicht da? Jetzt gucken wir mal im 4-Stunden-Chart. Ich habe mir jetzt mal wieder den Chart verhauen. Macht aber nichts. Der Rest haben wir eigentlich gerade noch. Wir machen einfach eine neue Linie rein. Horizontal Array. So. Die ist nicht grün, die ist rot, weil aktuell noch Widerstand. Dann gehen wir hier drauf. Oh nein, doch nicht. Tut mir leid, normalerweise bin ich besser vorbereitet, aber irgendwie mag mich TradingView gerade gar nicht und hat mir sogar am Handy das schon rausgemacht. So, guck mal. Da ist sie wieder, unsere Widerstandslinie 40.000. Und jetzt natürlich gibt es natürlich wieder Leute, die sehen das noch gar nicht so wie wir. Ja, und ihr seht, aktuell wird wieder abverkauft. Das heißt, die öffnen bei 40.000 wieder Short Trades oder nehmen Gewinne mit, machen Positionen zu, lassen aber Long Trade noch alle offen, um vielleicht tiefer, also ungefähr hier nochmal bei 38 einzusteigen. Und jo, genau. Also das M-Pattern ist aufgegangen. Jetzt bleibt mal kurz im 1-Stunden-Chart. Was ist denn gerade in den letzten Stunden passiert? In den letzten Stunden hatten wir natürlich wieder einen harten Kampf. Also wir haben hier, das war heute Morgen, ja, also hier ging der Kurs relativ hoch, hier so 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr. Und dann kam so richtiger Pump nach oben, über die 38.600, nochmal drüber, über unseren Widerstand. Dann konnten sich ein paar Leute wieder nicht entscheiden, mache ich jetzt Shorts auf, mache ich jetzt Long auf, wir sind wieder im Widerstand, eigentlich können wir nach unten traden und. Dann wurde der Kurs nach unten gedrückt. Ah, halt, stoppen kann nicht sein, wir gehen wieder hoch. Dann könnte man natürlich jetzt sagen, was aber ein bisschen kurz war, dass wir hier wieder auch ein M-Pattern gesehen hätten, ja, aber die Leute richtig heiß gerade sind. Auf jeden Fall war es halt auch ein bisschen unklar, dass hier in dieser Kerze, diese Kerze, das war die letzte Stunde, sehr krass nach oben, unten, oben, unten, oben, unten ging. Wir können mal kurz reingucken im so 15-Minuten-Chart. Seht ihr es hier? Also es ging hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch und aktuell auch sehr gut. Und wenn wir nochmal in 5-Minuten-Chart reingehen, dann seht ihr es noch besser. 18, 18, 19, 19, 20. Also, ihr seht es hier. 5-Minuten-Chart nicht zu empfehlen, überhaupt nicht. Hoch, Abverkauf. Und Abverkauf, Abverkauf, wieder hoch, wieder Abverkauf und wieder hoch. Ja, 5-Minuten-Chart und wenn man so den Chart während der Stunde so ein bisschen beobachtet und sieht und die Sprünge, also schon krass. Aber wir haben auf jeden Fall einen guten Close über unserer Widerstandslinie hier von diesem Falling Wedge. Jetzt kann es natürlich sein, dass die gar nicht bestätigt wird. Also normalerweise müsste der Kurs jetzt hier hoch, nochmal runter, hier bestätigen, dass das jetzt eine Unterstützung wird und dann bam, weitergehen. Aber ihr seht selber, die Kerze ist so lang. Die gucken wir jetzt einfach nochmal im 4-Stunden-Chart an. Und diese Kerze läuft noch, ja, aktuell 21:15 Uhr. Krass. Läuft noch ein bisschen. Und zwar genau bis um 22 Uhr. Und dann gucken wir mal, sobald oder solange diese 4-Stunden-Kerze. Wir können jetzt mal auf 8 Stunden gehen oder sogar auf, haltet euch fest, 12 Stunden. Diese Kerze hat angefangen um 14 Uhr und ihr seht mal, wie groß die ist, genauso wie die andere 12-Stunden-Kerze hier unten.
wo wir auf diese Unterstützung hier unten nochmal aufgetroffen sind, nicht weiter runtergebückt sind unter diesen Wick hier bei 37.400, sondern ein höheres Tief gebildet haben und dann nach oben gepumpt. Und ich sage euch eins, wenn diese 12-Stunden-Kerze überhalb diesen Punktes hier schließt, also auf jeden Fall mal über 38,8 und über dem Falling Wedge, obere Widerstand, dann sieht das sehr, sehr bullisch aus. Und ja, also ich bin gerade richtig gut drauf, muss ich sagen, weil auch unsere 4-Stunden-Kerze hier gerade mega Gas gibt nach oben. Natürlich war es klar, dass wir bei 40.000 im Widerstand haben und aktuell so ein bisschen, ja, so ein bisschen abverkauft werden. Aber jetzt muss ich mal gucken. Sobald die nächste 4-Stunden-Kerze, entweder geht sie gleich nochmal komplett runter, bis hierhin, dann hält die Unterstützung und dann gehen wir weiter. Oder sie schießt einfach durch, bestätigt 40.000 und dann geht es weiter. Krasse Sprünge gerade. Wir sind ja kurz davor, 100 Dollar vor 40.000 weg. Ihr seht, wie sie sich bewegt. Also mega, mega geil. Rakete, Rakete. Wir schauen. Ja, also wie gesagt, auch die Grow Curve, die kann ich jetzt sogar hier reinmachen. Guck mal. Ein Träumchen. Ein Traum. Genau hier die 4-Stunden-Kerze geöffnet. Genau an der letzten oder vorletzten Linie der Grow Curve hier in diesem Bereich nochmal runtergewickt. Die Leute haben hier in diesem Bereich einfach nochmal Long-Position liegen gehabt oder Kauforders. Kauforder, nicht Kauforders. Entschuldigung. Und haben den Kurs somit natürlich nach oben gedrückt, weil sie gesehen haben, okay, alles klar, das muss jetzt einfach die Unterstützung sein, auch wegen hier unten. Und ab geht's. Also sieht aktuell richtig, richtig gut aus. Wir machen die Grow Curve wieder raus. Gehen auf unsere Dominanz, die sich eigentlich nicht geändert hat. Es war klar, wir haben noch das Schiff drin. So. Wir laufen eigentlich im Großen und Ganzen, wenn wir es ein bisschen squeezen, immer noch seitwärts. Also ihr seht, wir sind weiterhin in der dominanten Seitwärtsbewegung. Aber wir haben mittlerweile über 19.000 Coins auf dem Markt. 19.000 Coins, überlegt euch das mal an. Und Bitcoin hängt immer noch um die 40% Marktanteil. Was heißt das für uns? Die Leute akkumulieren, die Leute halten weiterhin Bitcoin fest, kaufen nach, verkaufen, das ist unsere ganz normale Range, die wir haben, unsere Volatilität. Und ihr seht, guckt mal hier unten, also die Fluktuation, sage ich jetzt mal am Volumen für die Dominanz, bleibt eigentlich relativ gleich. Wir sind immer weniger unter 40%. Hier hat man W gebildet. Und die 41,50, 41,49 halten auch gerade unsere Unterstützung. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn die Leute wieder vermehrt Bitcoin kaufen, dass unsere Dominanz nach oben geht. Gut, krasse Sache. Wir schwenken um auf Ethereum. The same. Ethereum-Korrelation, also macht er genau das gleiche wie Bitcoin. Hat er auch so. Bei Film sah es nicht ganz so nach einem Falling Wedge aus, außer wir setzen diese Linie hier oben hin und die hier runter, dann schon. Wenn wir die aber hier lassen ungefähr und die wieder hier hinziehen, haben wir eigentlich einen parallelen Trendkanal nach unten, der jetzt nach oben gebrochen ist. Können wir sehen, wie wir wollen, egal ob es jetzt ein Falling Wedge ist oder ein ablaufender Trendkanal, ein Abwärtstrendkanal, der ja hier genauso, ja, auch wie Bitcoin nach unten gelaufen ist und wir in diesem Bereich auch bei Ethereum sehen, dass wir ein höheres Tief gebildet haben und somit sind 2750 oder knapp davor, ich sag mal 2067, 2464 in diesem Bereich auch unser Bottom, unser Boden hier unten und da ist mit der Linie schon wieder gespult hier. Ja, wie ihr seht, genauso wie bei Bitcoin hatten wir einfach immer tiefere Hochs, ja, immer tiefere Hochs und natürlich auch Lower Lows, tiefere Tiefstände. Und aktuell hier, ja, letzte Bestätigung 2750, 2760, unser letztes Tief, das aber wieder höher als das hier war. Und sehen wir natürlich auch hier in dem Bereich bei 2800. Aktuell starke, starke Unterstützung, dass wir den Boden erstmal geformt haben. Und natürlich kann es auch bei Bitcoin sein, dass wir wirklich nochmal runterkommen und auf jeden Fall auf diese Linie, wie bei Bitcoin, wie ich es gerade eben schon erklärt habe, bei Ethereum auch. Wir sehen auch wieder einen krassen, krassen Ausbruch.
Wir sind auch wieder kurz vor 3000, das dauert noch 50 Dollar, aber ihr seht, genau dasselbe Spiel. Wir sind 4 Stunden Chart, wir machen nochmal 1 Stunden Chart rein. Und war genau das gleiche wie bei Bitcoin. Kurs geht hoch, prallt ab, geht hoch, prallt ab, geht hoch. Die Kerze war dann ungefähr genauso wie bei Bitcoin, dass es einfach immer hoch und runter gegangen ist. Ja, aber nach wie vor sehr gut nach oben durchbrochen, unsere Widerstandslinie. Und hätte man natürlich auch, haben bestimmt auch viele gemacht, traden können, diesen Abwärtstrend, die dann gesagt haben, okay, wir machen hier Shorts auf, Longs, Shorts, Longs. Und so tradet man einfach diesen Abwärtstrendkanal oder lässt einfach hier Shorts offen und wartet, bis er weiter runter geht. Genau, so sieht es ähnlich wie bei Ethereum aus. Aktuell Widerstand bleibt bei 3000. Wir müssen jetzt gucken, gehen wir in der nächsten Stunde nochmal nach oben oder wird es jetzt abverkauft wieder auf 2900 oder auf diesen Punkt hier, der liegt aktuell so bei 2880. Dass diese Linie eine Unterstützung wird, ja, und dann wir wieder nach hoch gehen. Also ich schließe nie aus, nie, dass der Kurs nicht nochmal auf die 2800 runtergehen kann. Schließe ich nie aus, weil das kann immer passieren, dass wir einfach eine Bodenbildung haben und der Kurs ungefähr locker nochmal bis hierher kommen kann, ja. Auch nochmal bis 2800, um den Ausbruch quasi zu bestätigen und dann weiter zu pumpen. Nur, dass ihr das gehört habt, ebenso bei Bitcoin schließe ich es auch nicht aus, dass wir doch nochmal hier ungefähr so in diesen Bereich kommen. 38,1, 38,4, ein bisschen höher quasi wie dieses Tief. Und der Kurs dann locker nochmal hier auch wieder bouncen kann. Aber erstmal sollte diese Linie hier bei Bitcoin halten. Aber wir haben bei Ethereum genau dasselbe. Diese Linie sollte erstmal halten. Dient als unsere aktuelle Unterstützung. Und wenn dieser Falling Wedge oder Abwärtstrendkanal bestätigt wird, heißt das, der Kurs kommt runter, hält hier die Unterstützung und bestätigt mit dem Ausbruch nach oben nochmal über diesen letzten Höchstpunkt raus nach oben und dann sieht es richtig cool aus. Ethereum Dominanz, ähnlich wie bei Bitcoin, gleichbleibend, seitwärts bewegend, ein bisschen hochgegangen so im März, aber aktuell bewegen wir uns einfach auch maximal 20% und hier unten liegen wir so bei 1940. Also auch meistens Seitwärtsbewegung. Trotz 19.000 Tokens und Coins. Im letzten Bullrun waren es gerade mal 2.000 bis 4.000 Coins. Wenig Token, weil die Chains noch gar nicht da waren. Die 2017, 18 war die Binance Smart Chain zum Beispiel noch gar nicht vorhanden. Dann sah das alles ein bisschen anders aus. Und müssen wir abwarten, wie die Dominanzen sich wieder bewegen. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann wählen wir Total Market Cap. Das ist auch so ein bisschen so ein Indikator, was passiert denn gerade. Auch ein W-Pattern. Ja, das heißt Total Marktkapitalisierung. Wir sind hier, ja gut, 1-Stunden-Chart. Wir gehen mal raus auf den 4-Stunden-Chart. Ihr seht, wir haben wieder auch einen krassen Ausbruch nach oben. Das heißt, die Leute stecken wieder mehr Geld in den Kryptomarkt. Und ihr seht, auch krass, wir haben auch ein höheres Tief gebildet und geht gut zur Sache, geht gut nach oben. Heißt, wie gesagt, die Leute investieren wieder mehr in den Kryptomarkt und Tether ist gleich geblieben, keine Leute groß was rausgeholt. Wie auch schon mal erklärt, wenn die Treppe hier mal rechts nach unten geht, ja, dann ziehen die Leute ihre Gewinne ab in Dollar oder in Euro oder Yen oder Rubel oder egal welche Fiat-Währung und dann sieht es auch nicht so gut aus. Also behaltet diese Punkte im Auge. Richtig gut aktuell. Müssen wir mal gucken, wie gesagt. Oh. Hoppla. Entschuldigung. Wie es die aussieht, ist, dass wir die 40.000 brechen, beziehungsweise auch diese Unterstützungslinie hier halten. Dann möchte ich euch mit euch kurz, ja, wie soll ich sagen, auf die aktuelle Federal Reserve Zinserhöhung eingehen. Federal Reserve ist die US-Notenbank. In Amerika, wie unsere Europäische Zentralbank, ist das die amerikanische Zentralbank. Ja, noch nicht viel Infos da, aber da es brandaktuell ist, möchte ich es einfach mit euch teilen und sagen: Fed bekämpft Inflation mit größtem Zinssprung seit Jahrzehnten. Erneut hat Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins erhöht. Hat man ja im März auch schon. Der Zins erhöht sich um 0,5 Prozentpunkte.
Es ist die erste solch starke Erhöhung seit mehr als 20 Jahren. Schon bald dürften weitere Anhebungen folgen. Also, wir liegen gerade ungefähr bei 0,75%, steht auch hier. Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,5 Prozentpunkte. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 0,7 bis 1%, wie die Federal Reserve Fed am Mittwoch mitteilte. Es war die zweite Erhöhung des Leitzins seit Beginn der Corona-Pandemie und der erste Anstieg um 0,5 Prozentpunkte seit 22 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben. Die jüngste Entscheidung der Zentralbank Rats war von den Märkten weitgehend erwartet worden. Wir hatten dadurch natürlich auch den Abwärtstrend. War alles ein bisschen unsicher, egal wo, im Aktienmarkt und natürlich auch bei Kryptos. Und laut technischer Analyse haben wir einfach diesen Abwärtstrend gemacht. Das Volumen ging zurück und. Leute haben sich nicht mehr so damit beschäftigt, und weil sie natürlich auch andere Sachen zu tun hatten, ist halt klar. Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, etwa mit Blick auf die Energie- und Lebensmittelmärkte, verstärken den Inflationsdruck. Wir spüren es alle. Und dürften die Konjunktur belasten, erklärt die Federal Reserve. Auch die Corona-Lockdown in China dürften für neue Probleme der globalen Lieferketten sorgen, was sich auf Inflation und Wachstum auswirken könnte. Merkt man immer noch. Könnte sogar schlimmer werden. Der Zentralbankrat sei daher sehr auf die Inflationsrisiken fokussiert, hieß es weiter. Die Fed steht derzeit unter großem Druck, denn die Teuerungsrate ist so hoch wie Jahrzehnt nicht mehr. Die anhaltend hohe Inflation schmälert die Kaufkraft der Verbraucher. Ist klar, Kaufkraft weiß jeder. Im März etwa waren die Preise gegenüber des Vormonats um 8,5% gestiegen. 8,5%, das ist, kann man gleichsetzen mit der Inflationsrate. Und ja, kommen auf jeden Fall nochmal zwei weitere Zinserhöhungen. Und genau. Dann noch was hier. Angesichts der hohen Teuerungsrate hatte die Fed im März den milliardenschweren Ankauf von Wertpapieren eingestellt und ihren Leitzins erstmal seit der Corona-Krise angehoben. Erhöhung 0,5% hat es zuletzt vor 22 Jahren gegeben. 2000. Kurz vor der Platzen der Internetblase, deren Folgen ab 2001 zu einer Reihe von Absenkungen des Leitzins führten. Genau, Immobilien wurden wieder teurer, Zinsen wurden niedriger und. Alles wurde teurer. Ja, was heißt das jetzt für uns im Kryptobereich? In der Regel war es so, dass die Leute durch den niedrigen Zins, die haben ja das Geld auf der Bank rumliegen gehabt, das ist ja immer weniger geworden statt mehr, mehr Geld natürlich auch wie soll ich sagen, in Krypto gesteckt, um natürlich bisschen mehr aus dem Geld zu machen. Ja, die wollten Gewinne machen, in Krypto investiert, Gewinne gemacht, Gewinne rausgeholt, All-Time-Highs und. Wer hat es gesehen? 69.000 bei Bitcoin. Was natürlich passieren kann, wir müssen jetzt erstmal für uns, für Europa gucken, was macht die EZB. EZB ist natürlich aktuell auch gerade stark unter Druck, ja, weil EZB fährt immer noch 0% Politik, aber unsere Inflation steigt. Wenn ich dazu sagen sollte, dass die Federal Reserve die Leitzinsen anhebt, muss die EZB unweigerlich irgendwann nachziehen, weil Kredite der EZB natürlich auch von Amerika gebilligt werden und dort wird das Geld natürlich auch geholt. Für Kredite für die EZB, die wiederum wieder Kredite für die Deutsche Zentralbank, für die Französische Zentralbank, ganze Europa-Zentralbank dann quasi wieder verteilt, wenn Länder, Städte, Kommunen, was weiß ich, Kredite brauchen und. Und dadurch kann es natürlich sein, wenn die Leute sehen, ah, okay, kriegt wieder ein bisschen Zinsen, wird eventuell wieder Geld aus dem Kryptomarkt rausgenommen. Aber sagen wir doch mal ehrlich, keine Relevanz für uns. Was hat der Zinsmarkt eigentlich mit uns zu tun? Entweder investiere ich und ich mache Gewinn und halte, um eventuell weiter Gewinn zu machen, oder weil ich das Projekt gut finde, weil es eine Lösung auf der Blockchain ist und wir dadurch einfach einen besseren Nutzen in der Kryptowährung haben. Das hat indirekt alles was mit Zinsen zu tun. Problem ist nur, dass die Zinserhöhung, der ganze Geldmarktfluss mehr mit den Aktien zu tun haben und die Aktien ja sehr stark an den Kryptomarkt angelehnt sind, auch in Korrelation. Das heißt, wenn der DAX mal abrauscht, kann es sein, er zieht ein Bitcoin mit runter. Wenn der Bitcoin hochgeht, kann es sein, er zieht ein DAX mit hoch oder ein Dow Jones oder andere große ja, Börsendotierungen auf der ganzen Welt. Und das ist einfach unser aktuelles Problem, was wir haben. Wenn die Leitzinsen angehoben werden, soll die Inflation sinken und die Anleger holen eventuell auch Geld raus. Spricht erstmal schlecht für Krypto, aber sehe ich gar nicht so schlimm, weil die Leute ja investieren, handeln, tun, machen, eigentlich unabhängig davon. Deswegen ist es eigentlich im Kryptobereich so ein bisschen zweitrangig. Wir müssen einfach die Aktienmärkte natürlich im Auge behalten, was mit uns passiert. Ob Bitcoin mit hoch oder mit runter gezogen wird, das ist einfach so. Und ja, aktuell finde ich es jetzt gar nicht so schlimm,
Aktienmärkte gehen wieder hoch. Bitcoin geht aktuell auch gerade hoch. Merkt euch einfach die Punkte, die wir gerade in den Charts angesprochen haben, aus technischer Sicht. Natürlich die News sind erstmal schlecht für Bitcoin oder schlecht für den Kryptomarkt, aber indirekt gar nicht. Weil auf lange Sicht gesehen wir immer weiter steigen werden. Das steht einfach fest. Die Leute akkumulieren, die Leute halten Bitcoins, die Leute kaufen Bitcoins nach und somit wird der Wert immer steigern. Es gibt nur 21 Millionen oder natürlich auch andere Coins, wo die Mengen begrenzt sind und und. Und deswegen langfristig sind wir immer bullish, ganz klar. Dann gehen wir kurz auf unsere Kryptonauten-Seite, kryptonauten.org, gehen auf Open Kryptonauten und dauert immer so ein bisschen. Gucken uns Gschwind, Schwäbisch Gschwind, unsere Altcoins an. In der Regel war es so, das ist unsere App, wie gesagt, in Webform. Wir lassen es auf Englisch, das macht gar nichts, gehen hier auf Market. Dass unsere Leitwährungen, Bitcoin, mittlerweile auch Ethereum, immer die Märkte oder auch die Altcoins mit hochgezogen haben in verschiedenen Prozentualen. Sehen hier, guck mal hier, Cardano, 12, 13%. Stark hochgezogen. Also wir gucken es eigentlich, ich gucke mir immer so die Top 50 an, was aktuell sehr gut ist. Ja, ich kann nicht. Ja, das ist die erste Seite. Wenn ich jetzt hier runterscroll, ja, sind wir bei 250 und wir könnten uns noch viel, viel mehr anzeigen lassen. Bringt aber nichts, weil wir gucken uns die Top 50 an. Und da sieht es aktuell so aus, dass einfach durch den Anstieg, starken Anstieg, Bodenbildung bei Bitcoin auch, oder aktuelle Bodenbildung, ja, wie gesagt, ich schließe nie aus, dass er kurz aber runter geht. Aktuell sieht es halt mehr oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir die Bodenbildung haben und der Kurs wieder steigt. Sieht gerade sehr gut aus. Also gucken wir mal. Ripple zieht es mit 7,3% hoch. Solana 7,1%. Luna, ADA 12. Avalanche zieht es wieder mit 14%. Mal, ja, Dogecoin zum Beispiel ein bisschen weniger. Dann haben wir wieder hier Shiba zieht es wieder ein bisschen mehr mit hoch. Oder die Leute investieren wieder mehr. Hier Near Protocol fast 12%. Tron 13%. Die waren gerade eh relativ gut. Ihr seht es ja hinten an dem kleinen Chart. Seht ihr das? Ja, muss ein bisschen mal da oben bleiben. Ja. Kronos, Crypto.com Coin hat es jetzt auch wieder hochgezogen. Wir haben ja die schlechten News gehabt mit den Karten, mit dem Rewards vom Staking und war ein bisschen schlecht, aber kommt gerade auch aktuell. Litecoin kommt auch mit 8%, auch starke Kurve nach oben. Luna zieht es auch mit hoch. Ja, was macht denn unsere Apecoin? Wo ist er denn hier? Oh, kommt auch da. Kommt auch wieder ein bisschen. Da können wir mal kurz drauf eingehen. Wir hatten ja gesehen, dass der eigentlich immer die ganze Zeit gestiegen ist und er steigt eigentlich immer noch. Ja, da geht es aber eher um 24-Stunden-Fenster, also 21:34 Uhr bis 21:35 Uhr aktuell immer noch gestiegen. Hier hat man den Pump and Dump bei ApeCoin, der natürlich auch durch den Twitter-Account oder den Post von Elon Musk herbeigeführt wurde. Und ja, Manipulation wie immer im Kryptomarkt, ganz normal, gang und gäbe, wundert euch nicht. Hat es aber jetzt auch durch den Kurssprung auch wieder so ein bisschen mit nach oben gezogen. Ja, Uniswap 15, ECP 10,8%, Elrond auch wieder 11%, 12% bei Sandbox, 13% Mana, AXS. Ja, ganz klar, Bitcoin und Ethereum ziehen die Altcoin-Markts wieder mit hoch. Ja, guck mal, sogar der USDC-Coin ist gestiegen um 20, 0,2%. Nein, alles gut. Also, ihr seht, Altcoin-Markt kommt hoch. Wir haben keine Altcoin-Rallye, wir haben keine Ethereum-Rallye, wir haben ein ganz normale Markt-Rallye, gerade aktuell nach oben. Wir gehen einfach nochmal in den Chart und dann war es das auch. Sollte es auch schon gewesen sein von meiner Seite. Wir sind bei 39.800. Merkt euch den Bounce bei 38.850 beziehungsweise diese Linie hier als Unterstützung. Und natürlich, wenn wir jetzt über die 40.000 rausschießen, dann Unterstützung 40.000 bestätigen und dann geht's weiter. Ich bin gespannt auf diese Woche. Also, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, soll schon gewesen sein von mir. Beherzigt einfach die Linien. Schaut rein in die Kryptonauten-App. Gebt dem Video gerne ein Like, lasst einen Kommentar da, abonniert unseren Kanal. Wir wissen, dass gerade nicht so viel los ist. Wir sind in voller Vorbereitung für die Crypto Rockstars Cruise. Es wird richtig geil dieses Jahr. Wir haben
richtig tolle Leute am Start. Also richtig tolle Leute. Noch mehr tolle Leute wie letztes Mal. Waren ja letztes Mal schon richtig tolle Leute. Und jetzt, ja, wir geben unser Bestes, dass es ein Mega-Event wird. Und wir sind einfach damit, ja, wie soll ich sagen, haben uns so ein bisschen überfordert. Ja, überfordert nicht, aber wir sind auf jeden Fall stark dran. Und deswegen, ja, es kommen mal wieder mehr YouTube-Videos. Und wir geben nach wie vor unser Bestes. Und die Community steht gerade im, die Konferenz mit der Community steht gerade im Vordergrund. Und deswegen gehen wir da ein bisschen drauf ein. Wenn ihr Fragen habt rund ums Trading, gern in unserer Telegram-Kryptonauten-Gruppe Trading Fragen. Fragt einfach irgendwas, ja, egal wie, auch wenn ihr neu dabei seid. Wir haben alle mal angefangen, das ist gar kein Problem. Meldet euch, schreibt irgendwas rein, wenn ihr was wissen wollt. Wir helfen gerne, dafür sind wir da. Und genau. Ja, in diesem Sinne, Happy Bullrun. Und wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Wir lesen uns unter unserer Kryptonauten-App in den Chats und dann sage ich mal bis dann. Ciao, ciao.